Und herzlich willkommen zurück bei Shazadi Spiel No Man's Sky mit dem Prisms Update. Jo, neue Aufnahmesession. Und ich muss sagen, ich habe privat noch ein bisschen gespielt im anderen Spielstand. Und ja, ich suchte dieses Spiel im Moment ganz, ganz extrem. So, wir setzen uns mal hier rein. Ist vielleicht ein bisschen leiser. So, und ja, wir heben mal ab, weil wir haben ja das verschlüsselte Signal empfangen. Also wie gesagt, ich suchte das Spiel im Moment so unglaublich. Und im privaten Spielstand bin ich gerade dabei, mir so ein lebendes Schiff zu besorgen. Das ist, glaube ich, etwas, was ich so schnell nicht wieder tue. Das ist echt mühsam. Aber andererseits macht es auch Spaß, weil man kommt rum, man lernt viel, man bekommt eine Menge von Dingen, die man so nicht so schnell bekommt. Also das ist schon schick, aber es ist halt auch aufwendig. Mal schauen. So, jetzt muss ich natürlich auch erstmal hier reinfinden, wie weit wir hier sind, weil ich bin ja im privaten Spielstand schon wesentlich weiter. Okay, haben wir auch nur diese eine Mission. Das ist okay. Da muss ich nicht so viel überlegen, was wir jetzt als nächstes tun. Wir haben das verschlüsselte Signal. Da fliegen wir jetzt hin. Weil wir haben ja... Die Warpzelle haben wir, aber wir haben noch keine Antimaterie oder irgendwas, was wir herstellen können. Das ist klar. Gar nicht so einfach, dann wieder in diesen Spielstand hier zu wechseln, wo man noch relativ, eigentlich komplett am Anfang ist. Aber egal, ich kann im Moment nicht genug von diesem Spiel kriegen. Ich weiß nicht warum. Aber dieses Spiel hat es mir im Moment echt angetan. Ah. Oh, wir sind noch ein bisschen weit weg, sehe ich gerade. Ich sollte vielleicht auch mal gucken, wie weit wir entfernt sind. Dann fliegen wir erst noch mal raus aus der Atmosphäre. Wie sieht's denn aus? Hier von Tritium und so haben wir genug. Das sind Sachen, die wir mal verkaufen müssten. Also... Multiwerkzeug haben wir, Upgrade-Platz. Müssen wir auch noch machen, auch auf der Station. Wir packen das mal alles ins Raumschiff. Was wir so verkaufen können. Das Geckrenikt würde ich vielleicht mal aufheben wollen. So. Dieses Inventarmanagement am Anfang ist schon enorm. Allerdings muss ich auch sagen, so weit wie ich jetzt in meinem privaten Spielstand bin, war ich mein ganzes Leben noch nicht in No Man's Sky. Und das Interessante ist, es macht immer mehr Spaß. Bis auf jetzt das lebende Schiff. Das kostet einem schon eine Menge Rennerei und auch ein bisschen Frusttoleranz tatsächlich. Ungefährer Standort. Hier ist es jetzt natürlich auch noch dunkel. Ne? Sehe sonst nichts mehr, weil manchmal kann man auch schon den richtigen Standort direkt von hier oben aus. Aber scheinbar nicht. Und mal 800 die Richtung. Ja, okay. Marschieren wir mal. Obwohl, wir könnten eigentlich auch noch mal fliegen, ne? Wenn es genau die Richtung nach vorne ist. Sieht aber so cool aus. Das war knapp, Freunde.
Weil hier habe ich ja auch noch nicht Startschubdüsen, die sich automatisch laden und so. Ah, oh, seht ihr? Nicht bei unserer Base das Teil? Ein abgestürztes Raumschiff, was sich gerade noch mal gesetzt hat, beziehungsweise ein Frachter. Ja, dann. Haken wir doch mal hier. So. Kuckuck. Protokoll beschädigt. Unvollständige Aufzeichnungen verfügbar. Das Signal hat mich zum Wrack eines Frachters geführt, dessen gewaltige Metallfragmente in der Landschaft verstreut sind. Stammen diese Nachrichten also nur von den fehlerhaften Schaltkreisen einer längst vergessenen Ruine? Ich finde das Protokoll des Piloten zwischen den Trümmern. Es blinkt und wartet auf eine Eingabe. Wir fordern das Protokoll mal an. Das Terminal spuckt eine seltsame Zahlenfolge aus. Statt das Protokoll des Schiffs anzuzeigen, dann folgt eine kurze Nachricht. Die Anomalie kommt der Sterne wegen. Starten. An das Ende der Nachricht ist ein Bauplan für einen Hyperantrieb angehängt. Wir nehmen uns den Bauplan. Stimmt, den Hyperantrieb haben wir auch noch gar nicht. Ich extrahiere den Bauplan aus dem Computer, aber dieser Hyperantrieb-Bauplan ist für ein gewöhnliches Raumschiff und nicht für einen Frachter dieser Größe. Jemand hat ihn nach dem Absturz hier platziert, in der Hoffnung, dass er gefunden wird. Hyperantrieb. Dafür brauchen wir 5 Mikroprozessoren und chromatisches Metall. Fangen mit der Installation des Hyperantriebs an. Komponenten beschaffen. Komponenten beschaffen, schließe Installation ab. Jawohl. Den Hyperantrieb. Wisst ihr was? Den Raketenwerfer mache ich ganz einfach mal weg. Weil wir sowieso die strahlende Säule bzw. unseren Eagle-Eye nicht mehr lange behalten. Und da haben wir noch Technologieplätze. Wir haben Technologieplätze. Dann machen wir das mal hierher. Das Schild musste ich bis jetzt noch nie wirklich großartig aufladen. Photonenkanone packen wir auch mal hierher. So. Da können wir jetzt den Hyperantrieb dorthin machen. Wir müssen halt auch gucken, wie gesagt, dass wir später dann durch die Anordnung der Dinge bessere Konditionen bekommen, aber nicht in diesem Schiffchen. So, wir brauchen Mikroprozessoren, die können wir noch nicht her. Ja, dann müssen wir gleich mal in die Raumstation welche kaufen. Aber wir gucken uns hier auch immer noch mal so ein bisschen um. Der sieht ja stark aus. So einen möchte ich haben. Oder ein exotisches Schiff. So. Dann schauen wir mal. Haben wir eine Raffinöse? Nee, haben wir auch nicht mit. Gut, ich habe aber jetzt auch keine Lust, eine zu bauen, weil wir werden uns jetzt hier erstmal den Frachtkapseln widmen. Ist hier hinten noch eine? Na, vor Ort. Nee. Ah, hier ist eine. Die holen wir uns schon mal. Ah, die ist ja draußen. Okay.
Bisschen freilegen. Ran, aber nicht zu nah ran, weil wir gleich flüchten müssen. Ja. Ja, schnell weg, dann passiert auch nichts. Hupala. So, hier haben wir jetzt nur Naniten bekommen, obwohl nur ist, ja, wir brauchen die Naniten so oder so auch später. Obwohl ich auch nicht böse bin, wenn mir in der Anomalie mal jemand was schenkt. Muss jetzt nicht übermäßig viel sein. Aber ich nehme es gerne an. So. Na. Eine Antimaterie, schnell weg. Die Dinger sind Strahlen wie Strahlemann und Söhne. War irgendwo noch eine? Dort. Ah, hier haben wir noch eine. Wir haben Glück gehabt, dass wir hier direkt upsen. Nee, so nah möchte ich da jetzt nicht ran. Wieder Naniten erhalten. Nur 20? Really? Aber Antimaterie haben wir. Sehr cool. So. Da haben wir noch eine Frachtkapsel. Oh. Hier braucht ihr halt immer das Zeug, was verlangt wird. Also hier Kohlenstoff ist so... Oh, ein Antimateriegehäuse. Sehr nice. Dann steht unserem ersten Sprung ja nichts mehr im Wege. Das sind alles nur vergrabene Vorräte. Hier sonst gar nichts mehr, sondern Mau. Mau, Mau. Silber. Da oben haben wir noch ein vergrabenes Technologiemodul. Das würde ich allerdings gerne versuchen mitzunehmen. Weil die brauchen wir bald in rauen Mengen. Juppa! Ja. Hoch mit dir. Du Schlumpf. Obwohl, das können wir auch noch mitnehmen, ne? Ja. Haben wir es besser als brauchen. So, vergrabenes Technologiemodul. Ziel erreicht. Sehr schön. Oh, das sieht aber nice aus hier mit den Antrieben hier hinten. Das können wir gerade mal gucken. Hier haben wir zum Beispiel noch eine Frachtkapsel. Die haben wir eben nicht gesehen. Und da ist noch eine. Hm, okay. Muss ein bisschen aufpassen. Weil ich habe in dem anderen Spielstand schon wesentlich mehr von dem Jetpack.
Dass ich mich hier nicht unterschätze, aber das werden wir dann merken. Umso lustiger wird's. So, hier haben wir noch eine Frachtkapsel. Wie kommen wir denn da hin? Ah. Hier durch. Oder? Boah, die ist aber auch versteckt, wie Hupe hier, ne? Kann natürlich auch sein, dass ich von der falschen Seite rangegangen bin. Mag ich gar nicht leugnen. Und weg. War immer nur ein paar Naniten, ne? Mann, wir sollten mal auffüllen. Sauerstoff haben wir massig, Natrium haben wir wenig. Mhm. So. Mag das Multitool. Ach ja, ich habe jetzt auch gefunden. Ihr wart ja so nett, mir zu schreiben, wo man das Multitool wechseln kann. Hier. Kann man tatsächlich das Multitool tauschen, wenn man ein anderes noch hätte. Und hier kann man sogar die Sekundärwaffe ändern. Was ich aber gar nicht möchte. So, wir hatten doch... Okay. Von da oben konnte man doch deutlich... Noch eine Frachtkapsel sehen, ich wollte es gerade sagen. Eine Folge nur mit dem Raumschiff rumgemacht. Aber ja, warum soll man das Zeug hier liegen lassen? Ich lass mich in diesem Spiel wirklich sehr, sehr gern und sehr, sehr viel treiben. Also ich habe in dem Spiel nie das Verlangen, irgendwie zu hetzen. Und eine Warpzelle gekriegt. Ja, seht ihr, hat's schrittiert. Die hat's schrittiert. Und wenn wir später das alles in Hülle und Fülle haben, aber jetzt haben wir es noch nicht. Finde ich sehr, sehr nice. So, das laden wir mal auf. Auch wenn wir das Silikatpulver später noch brauchen zum Bauen, machen wir es jetzt erstmal weg. Und jetzt fliegen wir erstmal zur Raumstation. Dass wir mal den Stuff loswerden. Was will er? Was? Ach da. Deswegen finde ich auch das Signal nicht von der Raumstation. Danke dafür. Allerdings in meinem anderen Spielstand, den ich jetzt so hart suchte, habe ich noch nicht sehr viel an den normalen Quests gemacht, weil ich relativ früh das Ei geschenkt bekommen habe. Das ist aber auch ganz gut, weil dann können wir uns hier um diese Quests kümmern. Und ja, hat mich da leider so ein bisschen ablenken lassen, aber... Oh, ist das laut hier!
Aber ich muss das mal ein bisschen leiser machen. Das dolle Loll laut. Videografik, allgemeine Option. Wir machen das mal auf 75. So. War immer noch sehr laut, ne? Guten Tag. Hab ich Sie schon besucht? Muss viele Worte lernen. Ja, mach weiter. Das nervt mich immer so ein bisschen, dass man immer so lange Blabla machen muss. Haben wir schon. Okay. Dich haben wir auch schon besucht. Ja, okay, dann eben nicht. Ja, wahrscheinlich auch schon alle besucht. Oh, den haben wir noch nicht besucht. Liquidator? Ach so. Nee, das ist der falsche. Entschuldigung. Ja, mache ich. Ich möchte jetzt erstmal hier an das Handelsterminal. Dann verkaufen wir mal den Diwasserstoffgelee. Raumschiff-Inventar, da haben wir die Impulsbohnen, da haben wir das Lemmium, da haben wir das Rubik, da haben wir das Puckneum. Das Gold brauchen wir. Aber immerhin haben wir jetzt schon mal eine halbe Million zusammen, aber die wird ja gleich wieder flöten gehen. Jetzt im Magen. Vier Stück brauchen wir noch, ne? Metallplatten gekriegt. Entschuldigung, war verpeilt. Auch Mikroprozessoren. Ich habe mich schon gewundert, warum es so billig ist. So, aber jetzt. Haben wir das schon mal eingebaut? Das chromatische Metall stellen wir gleich her in der Base. Aber das haben wir doch jetzt schon gemacht, oder nicht? Ja. Wir installieren jetzt noch das Multi-Werkzeug. Erweiterung. Wie das. Und zwar machen wir das hier. Auch noch nicht. Ist mir noch nie aufgefallen, diese Upgrade-Station bei den Multi-Werkzeugen. Oder die gab es früher nicht. Kann natürlich auch sein. So. Hier haben wir jetzt einen Platz mehr. Neuer Platz kostet nur 150.000. Okay. Und eine Klasse können wir auch verbessern, tatsächlich. Obwohl, es ist ja schon B. Na gut, A und S ist umso besser. Und wir sind schon wieder weit über der Zeit. Oh Gott, oh Gott. Die hatten wir schon, ne? Ja. Dann würde ich sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin, eure Shazadi. Ciao, ciao.